Grüß euch, ich bin der Hochstaffel Steff. In meiner Freizeit bin ich gern beim Fischen, weil ich bin einfach gern am Wasser. Ich arbeite im Wasserkraftwerk. Ich bin 17 Jahre alt und mache zurzeit eine Lehre als Maschinenbauer und Anlagen- und Betriebstechniker. Durch das, dass ich mal Fischen tue, taugt mir das einfach, wenn ich am Wasser etwas machen kann. Und mir taugt es einfach, ich habe nette Kollegen und es ist einfach ein nettes Miteinander arbeiten. Und weil mich sowieso für die Technik interessiert, ist das einfach für mich ein Traumberuf. Nicht? Meine Aufgaben hier im Kraftwerk sind die Instandhaltungsarbeiten, dass das Kraftwerk immer und jederzeit in Betrieb gesetzt werden kann. Wir haben alle wieder monatliche Revisionen. Zum Beispiel müssen wir Kohlebürsten kontrollieren, ob wir da noch die richtige Breite haben. Weil es kann passieren, dass uns der Schleifring kaputt wäscht. Und nachher haben wir nicht mehr so einen guten Wirkungsgrad, sondern viel mehr Verluste. Als erstes rufen wir bei der Einsatzleitstelle, dass wir die Maschine brauchen, dass wir da eine Freigabe kriegen. Nachher wird die Maschine abgestellt. Der dicke Ochen kippt. Und die Kohlebürsten angeschaut, die werden dann vermessen, ob wir hier noch die 23 mm haben. Weil da ist ein Draht drin und der schleift zieht am Schleifring und somit haben wir große Verluste und das will man ja nicht. Wenn man sich für die Lehre interessiert, soll man ein handwerkliches Geschick haben, ein gutes technisches Verständnis und mathematisch bewandert sein.